Und damit haben wir das heutige Endergebnis erreicht, allerdings nur das vorläufige, denn wie ihr sehen könnt, ist das Gebäude ja noch komplett leer und es kommt auch noch eine weitere Etage obendrauf, bevor dann das Dach das ganze Gebäude abschließen wird. Aber für heute ist schon mal einiges getan. Wir haben außen zumindest was Interessantes, da haben wir einige Details außen an der Fassade dran. Wir haben diese sehr schöne Feuerwehrflagge draußen an der Fassade hängend, die stammt aus einem ziemlich alten Lego City Set, aber ich finde, die passt hier wirklich wunderbar her. Und ansonsten zu den Dimensionen kurz dieses Gebäudes. Es ist 28 Noppen breit und 20 Noppen tief. Also eine ziemlich gute Breite. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier zwei Einfahrten für Fahrzeuge. Und eins ist auch schon da, nämlich das aus dem Winter Village Set, wo ja auch eine Feuerwache mal erschienen ist. Und das passt hier wie alle Fahrzeuge aus der Winterdorf-Reihe optimal zu den übrigen Fahrzeugen meiner Stadt. Also ein sehr schöner 20er-Jahres-Stil, der auch bei diesem Auto wieder angewendet wurde. Und ansonsten könnt ihr noch sehen, dass ich eine Änderung vorgenommen habe zu den bisherigen Videoaufnahmen. Ich habe nämlich die Treppe innen nach links versetzt und das hat einen einfachen Grund. Das wird später mit der nächsten Etage dann einfacher sein, die Innengestaltung dort dann hereinzubauen. Von daher das nur noch kurz am Rande. Ansonsten war es das schon für das heutige Video. Jetzt interessiert mich natürlich sehr, was ihr bisher von diesem Gebäude haltet. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches? Dann schreibt das wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.